Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Valery Gergiev kommt wieder ins Festspielhaus mit seinem Mariinsky-Orchester und er stellt unter anderem zwei Werke einander gegenüber, die beide mit dem Tod zu tun haben. Das ist erstmal von Wagner aus der Götterdämmerung, aus dem Ring des Nibelungen, Siegfrieds Tod heißt das Stück. Das ist ein Trauermarsch, Siegfrieds Tod. Und auf der anderen Seite ist es die sechste Sinfonie, die Pathetik von Tschaikowski. Und Tschaikowski hat selber gesagt, dass diese sechste Sinfonie eine Art Requiem ist, also eine Art Totenmesse. Also diese beiden Werke haben etwas mit Tod zu tun, Siegfrieds Tod und Tschaikowskis Pathetik. Und ich möchte Ihnen da nur zwei Beispiele daraus zeigen, denn sie unterscheiden sich. Obwohl es gleichzeitig Zeitgenossen waren, Tschaikowski und Wagner waren Zeitgenossen, die Musik unterscheidet sich an einem ganz gewaltigen Punkt voneinander. Und zwar Siegfrieds Tod ist ein Denkmal. Wagner komponiert das wie ein Denkmal für einen Helden. Und Denkmäler haben immer etwas Abweisendes. Sie sind groß, sie sollen nach oben gucken und sie sollen sich dem gegenüber klein fühlen. Man fühlt sich klein, man fühlt sich abgewiesen von so einem großen, strengen Denkmal. Aber das ist sozusagen dem Sujet angemessen, dem Tod eines Helden. Ich spiele Ihnen diese abweisende Denkmalmusik jetzt mal kurz an. Ja, und dem gegenüber steht jetzt Tschaikowski, auch Todesmusik, aber da haben sie gar keine Fremdheitsgefühle. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, die Musik von Tschaikowski fällt einem um den Hals, sie ist warm, sie ist sehr subjektiv. Also während diese Denkmalmusik von Wagner in eine gewisse kalte Objektivität geht, haben wir hier Hitze. Diese Musik von Tschaikowski schwitzt, das klingt dann so. Sehr viel subjektiver. Zwei Arten, mit dem Thema Tod umzugehen, beide genauso wichtig, genauso interessant, aber ganz unterschiedlich von zwei Komponisten, die zur gleichen Zeit lebten. Und wir werden sie beide in unserem Konzert zu hören bekommen. Ich danke Ihnen.